Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online und wieder mit den üblichen Verdächtigen, der Odin. Ein wunderschön. Hast du das jetzt donnern gehört? Jetzt hat es richtig gescheppert hier bei mir. Und der Revano. Ja, hallo. Auch genannt Hummel im Arsch. Und ehe ich mich vergesse, Onkel ist auch dabei, also ich. Gamer Shack LP. Vergesse mich irgendwie. Irgendwie immer selber. Macht nix. So. Was haben wir denn? Vertrauensbeweis haben wir noch. Wollen wir noch Schreitet in Asche besuchen? Na, natürlich wollen wir den besuchen. Ah ja, liebe Leute, Schreitet in Asche ist kein Ort, sondern eine Person. Ich werde mit dir, dann da schnappt mir jetzt wieder das Vieh weg, ja. Ja. War nur, weil du es gesagt hast. Ist jetzt böse? Guck mal, das sind noch drei Stück, also. Ihr habt noch jede Menge davon. Aber ich könnte mal langsam wird Zeit, dass mal wieder neue Gegner kommen. Ich habe jetzt demnächst so viele Folgen auf die Viecher eingeprügelt. Ich hätte mal wieder gern so ein paar Skelette oder so. Nicht so viele von diesen Schröders hier. Mal gucken, dass ich kann auch Sachen werfen. Mal gucken, ob ich nachher mal so eine Werffähigkeit noch freischalten kann. Das wäre natürlich auch geil. Oh, was ist hier? Hier ist er. Oh, da ist eine Mission, ja. Schreitet in Asche. Sag Bescheid, wenn André ist. Aber ey, da kann sich Odin drum. Gar nicht. Ja, komm, wir helfen. Ey, da sind Menschen. Guck mal, wie schön. Ja, Skelette. Deswegen wolltest du da was anderes platt machen. Und Skelette, genau. Krass, kam direkt. Man wird schon wurde erhöht. Aber hier hat sie leuchtet. Wo kommt die denn alle her, ey? Hier hat sie leuchtet bei mir, dann kam ich aus dem Himmel. Achso, da oben ist das große Portal, ja, da fallen die runter. Achso, und weil es euch jetzt wundert, dass bei mir nicht mehr dieses komische Inventarmenü aufgeht, wenn ich die Leute hier durchsuche. Das liegt daran, weil ich gesagt habe, alles einfach einsammeln und dann, weil ich drücke sowieso immer alles einsammeln und dann später habe ich es raus. Von daher, ja. Ich mache das nicht mehr mit dem Inventar. Einfach Onkel. Ich spreche jetzt hier. Warte, nein, dreh dich mal eben um. Guck mal hinter dir. Oh, geil. Sollen wir den weghauen? Odin, komm mal mit. Ich glaube, das ist... Also, oh, ich will die gerade hier noch... Die hat hier noch was. Ja. So, ich habe irgendwie das Gefühl, den schaffen wir nicht. Ah doch. Inventar. Oh, der macht aber Schaden. Nee, echt? Oh, ich hab hier so viel Schwerter drin, ey. Deswegen sind wir hier ein Inventar hier. Boah! Das war. Ja, das war ein Ork-Punch, ey. Der alte Baseball-Spieler, ey. Oh, Wunder, ey, dass ich hier Inventar habe. Ich hab auch ein Schwert da drin. Oh, der hat was dabei. Geld, der hat einen Bogen dabei, wenn einer. Eisenschulterschütz hat er gehabt. Oh, ne, bei mir hat er nur so einen Dreckbogen gehabt. Inventar. Oh, Handschuhe hat er bei mir gehabt. 353, geil. 154. Oh, jetzt sehe ich auch ein bisschen windschnittiger aus mit meinem Schulterschoner. Ja. Ellbogen, Schulter. Ja, der kam oben aus. Ah, da oben, da sind jetzt. Dieses Portal, was vorhin die Zuflucht war, das war jetzt gerade da oben drüber und dann kam der da raus. Das heißt, dass diese Monster ja wie in der Oblivion-Welt einfach wieder in die Welt kommen hier. Ja, cool. Dass das alles immer so mit zusammenhängt, finde ich echt geil. Gut, ich spreche den jetzt an. Mhm. Silvano, wo bist du? Auch da. Okay, ich spreche den jetzt an. Heute ist kein guter Tag für Seni, Reisender. Ja, das stimmt. Seht euch das an. Das ist kein natürlicher Ausfluss von Lava. Das sind Fußspuren. Ein Geist des Zorns zog hier hindurch. Dieser Sturkopf Girwas hört nicht auf meine Warnung. Er denkt, der Ausbruch wäre das gewesen. Wie ihr selbst seht, ist seine Tochter nicht hier. Ich habe Morvani vorhin gesehen. Der Fluss ihres Lebens führt sie regelmäßig zum Fuß des Aschberges. Sicher weiß ich das nicht. Ich sah sie nur nach Westen aus dem Dorf gehen. Findet sie, dann wird Girwan mir hoffentlich zuhören. Wenn ihr erfolgreich seid, benutzt das hier. Ein Signal. Es ist farbenfroh, aber ungefährlich. Wenn ihr Fürstin Morvani findet, setzt es ein und ich werde zu euch kommen. Die Wahrheit fällt vom Himmel wie ein kühler Regen, der sich viele Rinnen in den Schlamm gräbt. Meine Wahrheit mag sich von der Dunmeer unterscheiden. Und doch sind sie beide wahr. Ich hege keine Liebe für sie. Aber hasst ihr das Feuer dafür, dass es eure Hütte niederbrennt?
Das Feuer tut nur, was es tun muss. Sie sahen unsere Hütten und ihre Natur zwang sie zum Handeln. Ich vertraue darauf, dass Dunkelelfen tun, was Dunkelelfen tun müssen. Ja, war doch ganz nett. Oh. Er vertraut darauf, was Dunkelelfen tun müssen. Nein, dass sie tun, was sie tun müssen. Ich hab jetzt findet Morvani. Ja, das ist die gleiche, ja klar. Oh, ey, immer diese Käfer, ey, das ist auch übel. Naja, sag ich ja. So langsam, aber sicher. Ah, gut, die Käfer. Was ist, wenn ihr alle gemacht habt, hab ich nicht. Ja, ist komisch. Vielleicht auch wegen meinem Level? Kann das was mit meinem Level zu tun haben? Nee, nee. Glaube ich nicht. Bin ja ein paar unter euch. Ich bin ja, was bin ich denn? Bin hier Level 8. Ja, wir sind Level 9, also daran kannst du nicht liegen. Echt? Ja, in so kurzer Zeit wird alles gut, was ihr gemacht habt, echt? Ja. Krasse Scheiße. Wenn man viele Missionen annimmt. Ey, ihr müsst langlaufen, wo ihr lang müsst. Bei dem musst du aufpassen, den kannst du immer ansaugen, ja. Das habe ich auch nicht gemacht, wo ihr seid. Der Aschberg. Aschberg? Aschberg haben wir schon gemacht. Oh, ich glaube, wir müssen zurück. Komm, springen wir runter und dann war's das mit uns. Dann werden wir verglühen. Aber ich habe immer noch, werde immer noch gesucht und habe Schuldgeld. Du auch? Ich auch. 15 noch. Och, ich habe 324. Alter, was ist das? Oh, hier ist noch eine, hier ist eine Nebenmission, die kann man eigentlich mal noch mitholen. Ja. Oh. Oh, weg, ich muss hier drauf. Na, ich muss mich erst mal ein bisschen wiederherstellen. Wo ist denn die Nebenmission? Hm, die hast du bestimmt auch schon geholt. Wo denn? Kannst du heilen, Onkel? Bleib mal stehen. Ja. Komm hier nicht irgendwie in eine andere Richtung, weil ich will nicht wieder durch die scheiß Lava. Das ist sowieso die falsche Richtung, in die Mutter springt. Ah, hier lang. Das ist so ein kleiner Weg, ne? Ich glaube, wir sind die einzigen Deppen, die durch die Lava hüpfen. Die anderen haben schon Lavaschuhe. Guck mal hier, da schwimmt gerade drin. Jetzt ist der hier. Lavaschuhe? Warte, ich hol den mal ran. Jetzt ist der Typ höher. Jetzt steht er hier auf dem Berg, ich glaub's nicht. Ich seh den ja nicht. Ich sehe hier nur so einen Typen, der so ein. Wir müssen die Brücke, Symbol. Die Brücke hoch. Ah, hier kann man lang, okay. Der Aschberg. Ach so, der Aschberg, genau, da muss ich auch hin. Die Brücke müssen wir rüber, warte mal. Ja. Wir sind natürlich umsonst da unten rumgekreucht. Rennt doch nicht wieder so schnell vor, ich komme doch ja nicht hinterher. Mit der Kohle nach. Mit der Kohle? Weißt du, der grummelt hier, der grummelt da. Alter, leg mir am Arsch, Alter. Wer hat den Grummelton? Was? Was redet ihr da? Odin, was hast du gesagt? Der grummelt so. Wer? Ja, die draußen. Oh nein! Was denn? Bin runtergefallen. Hä? Kann man denn von der riesen Brücke runterfallen? Ich weiß auch nicht, Hummeln. Oh, da gibt Punkte, wenn man in Lava stirbt. Ah. Das hast du letztens schon festgestellt, dass es 2500 Punkte bringt. Wartet auf mich, ich sehe euch. Also hier sind auf jeden Fall zwei Missionen, ja, warte mal. Ja, ich komme, ich sehe euch ja. Ja, liebe Leute, das ist das, ne? Springt niemals auf einer Brücke nach links oder nach rechts. Ich, wo bist denn du? Da. Ich will den anquatschen, den du anquatscht. Den quatscht so, den Gerrit Indorin hier. Ja, bereit? Warte, oh, Gerrit, wer ist denn Gerrit? Da hier vor uns steht. Das Wismar. Gerrit Indorin Riel. Da, du stehst genau, hier vorne. Du stehst genau vor dem. Das ist aber, die heißt bei mir Wismar. Ich stehe doch hier vor dem hier.
Ja, die mit dem roten Haaren, die Dose hier vorne. Denk doch mal um, ich guck bestimmt wieder weg von dir. Ich meine den hier, der hier vom Zelt steht, der hier. Nicht der Poldogar, der andere, Geril Indorin. Der Geril Indorin. Ja, hier. Sprech den mal an jetzt. Okay, ich spreche den jetzt an. Peking Geril. War sich sicher, dass Balre der einzige Weg war, die Bündnisarmee zu besiegen. Aber wie es scheint, war er ein wenig voreilig mit seinen Entscheidungen. Mit dem Schwert hinten, mit dem Hammer auf dem Rücken. Ne, der hat eine Bratpfanne. Die Atronachen? Nun, das ist schlecht. Ich habe sie mit Vaters Zauberspruch vertrieben. Wir waren ja, sicher, mir anders, sie nicht Geril, das ist Wismar. Verdammt! Ich schätze, wir werden sie irgendwie erneut beschwören müssen. Sie warten jahrhundertelang über Aschberg. Wir müssen nur wieder ihre Aufmerksamkeit erlangen. Tötet Daedra, schneidet ihnen die Herzen heraus und verbrennt sie auf den Altären der Ruinen. Das sollte sie hervorlocken. Schreitet in Asche, erwartet euch an der Spitze. Viel Glück. Wir werden die Stellung hier halten und sicher gehen, dass die Aschlande sicher sind. Ganz Steinfelle verlässt sich auf euch, mein Freund. Für gewöhnlich kommen Daedra nur widerwillig nach Nirn. Doch der Aschberg hallt von den magischen Nachklängen der Gefangennahme Balreds wieder. Diese Macht und die Hitze der Lava ziehen sie an, wie Licht die Motten. Vater mag zu selbstsicher gewesen sein. Wir haben die Schutzzauber gebrochen und, wie ihr erfahren habt, die Wächter zerstört, als wir Balred in Davons Wacht beschworen haben. Vater war sich sicher, dass ich sie ersetzen könnte. Ich möchte ihn nicht enttäuschen. Ja, machst du jetzt ein Foto, oder? Hab ich gemacht und die schicke ich ihm jetzt. Ich wollte gerade sagen, ja liebe Leute, bei Odin ist das Spiel halt, da haben die sich extra Mühe gegeben und haben die Leute anders benannt. Die heißt bei mir Wismar und ist rothaarig. Okay. Ja, ich weiß nicht, wartest du überhaupt eine Mission zum Annehmen da? Nö. Ja, du, vielleicht warst du schon mal wieder hier und hast alles angekündigt. Nee. Weil normalerweise, ich bin ja auch eine andere Rasse als der Onkel und werde ich trotzdem die gleiche Mission. Aber gibt's hier irgendwo, wo man was verkaufen kann? Grüße. Ich hab den Onkel jetzt einfach mal geschickt, dass der das sehen kann, dass bei mir heißt die Tussi, die hier steht, Wismar. Ich hab das Einzige, was ich noch anlabern kann. Ja, ich hab auch nichts. Ja, den kann ich anlabern. Die ist benutzen. Feuerstelle. Ja, wo bist denn du auch? Du bist doch weg. Ich stehe hier. Verdammt, bist du. Ja, und die hier, genau vor dem Zelt, wo ich jetzt in davor stehe, ja, da steht bei mir Wismar. V-I-R-M-A. Ja, und bei mir steht da, ist das der Garin, irgendwas. Du hast mir überhaupt nichts geschickt, du Nasenbär. Ich hab dir eine Nachricht geschickt. Ihr WhatsApp? Nein, in der Playstation. Ich hab einen Screenshot gemacht und dir das halt. Ach, du möchtest jetzt unbedingt, dass ich das im Let's Play hab, ja? Ja. Das möchte ich, dass du das jetzt im Let's Play hast, sonst heißt es wieder, ich bild mir hier Sachen ein. Und jetzt steht da gleich Garen. Das steht wirklich Viram. Da steht oder ein anderer. Da steht ein anderer, ja. Ja, Wärmer. Aber die hat doch kein Symbol am Kopf, ne? Nein. Ich kann die nur anlabern und dann... Achso, ich würde sagen, wir holen jetzt noch die eine Nebenmission und dann arbeiten wir erstmal wieder die Missionen ab, sonst wird das wieder zu viel. Was? Du brennst. Hier ist nämlich noch... Was? Du brennst. Ich brenne überhaupt nicht. Doch, wenn du läufst, hast du gerade Feuerfußspuren. Ja. So, hier, Feldwebel Jagior. Ja, hab ich auch. Bei ihm steht wahrscheinlich wieder Claudia Schiffer. So, Feldwebel Gierer. Ja, und der hat auch für dich aber eine Mission diesmal, oder? Der hat einen Pfeil rum. Ja, du okay, hast die gut, bestimmt bei der hinten schon angeklickt. Ich spreche den jetzt an. Die Skampen kennen keine Furcht. Trollblut. Dabei habe ich wirklich versucht, sie das Fürchten zu lehren. Bei der Seele Iskamors. Das höre ich gern. Es geht um diese verdammten Skampen. Hätten wir die Jungs nicht, würden sie uns alle überrennen. Späher haben ihre Spuren bis zu den Höhlen am Berghang zurückverfolgt. Wir haben Spitzhacken, aber es ist so gut wie unmöglich, einen Berg zum Einsturz zu bringen und gleichzeitig zu kämpfen. Wir werden die Skampen ablenken
während ihr die Eingänge verschüttet. Keine Sorge, es wird noch genug zu kämpfen geben. Okay. Geile Mission. Okay, aber jetzt machen wir erstmal Mission und lassen diese ganzen, ne, Odin, diese ganzen leuchtenden Pfeile lassen wir jetzt erstmal weg. Wir gehen jetzt nur nach den weißen Pfeilen. Ich würde gerne die Mission machen. Vertrauensbeweis müssen wir mal bitte zu Ende machen. Vertrauensbeweis müssen wir mal bitte zu Ende machen. Okay. Aber diese Scum-Höhle da. Geht das immer noch nicht? Nein. Okay. Komm mit der Onkel her. Wo ist denn der schon wieder, die Krone da? Onkel, wir müssen über die Höhle, glaube ich. Ey, das, was ihr hier alles macht, das habe ich gar nicht gemacht und ich habe Vertrauensbeweis schon fertig. Über die Brücke. Du hast gesagt, über die Höhle. Ja. Deswegen habe ich jetzt dunkel und warm und feucht, das oder da habe ich jetzt gesucht nach. Ich habe jetzt gesucht nach der Höhle, ja. Über die Höhle. Über den Wolken. Oh, und wieder außenrum. Also, was willst du denn? Hallo. Da willst du den Felsen runterspringen. Ja, ist das nicht bei euch da unten auf dem, auf der Plattform da so eine Tussi, die ihr anquatschen müsst? Was? Ja, bei mir war Vertrauensbeweis. Ich hab komm da, mal mit, okay, hier lang. Was ihr da gemacht habt und dann mit den Käfern, das hab ich mitgemacht. Und danach musste ich nur eine Tussi anquatschen. Jetzt hast du wahrscheinlich die Mission verkackt, weil du die. Weil du die, Dinger nicht geheilt hast oder getötet hast. Tot. Meinst du? Kann das sein? Ja, aber denn du hast die ganze Zeit gesagt, das ist, weil ich. Aber ich hab hier auch noch. Jetzt ist wieder dieser Aschberg ist wieder da. Jetzt geht mal da wieder hin. Ach, da ist die Mission, ja, ich sehe sie. Jetzt ist der wieder weg, der Typ. Ich habe immer dieses Symbol für Aschberg. Morvani, da steht Morvani. Sie. So, wir sprechen sie jetzt an. Jemand ist gekommen. Hat Vater euch geschickt? Ich bin gestürzt und habe mir etwas verstaucht. Verfluchter Knöchel. Verhöhnt ihr mich? Genau, die natürlich unten da. Natürlich bin ich es. Ich sitze hier fest, eingekesselt von Lavaströmen und lodernden Schrötern und kann nicht laufen. Wenn ich jemals wieder nach Hause komme, trinke ich erst einmal einen ganzen Krug Sujama. Dies war ein Schrein der drei. Ich kam hierher, um für Mutter zu beten. Sie wurde uns vor einigen Jahren genommen. Sie war die liebste Frau, die ich je kannte. Ich schwöre, an manchen Tagen kann ich noch immer ihre Stimme hören. Wie dem auch sei, ich war hier draußen, als der Ausbruch begann. Natürlich tut er das, der überbesorgte Gua. Seit wir Mutter verloren haben, versucht er für mein Leben zu sorgen. Ich glaube, ich brauche gleich zwei Flaschen Sujama, wenn ich nach Hause komme. Vergesst einfach, was Vater sagt. Und die hast du schon angeredet gehabt? Ja, und dann steht die hier drüben. Steht ja, dann warst du einfach schon zu weit. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass das jetzt, achso, ich soll das Signal benutzen, habe ich gemacht. Ihr habt Girwas Schlüpfling gefunden? Das ist ganz ehrlich. Gut. Ich musste kein Signal benutzen. Ich habe euch mit Blut an den Händen erwischt, Agoni. Morvani, ihr seid Fürst, Mutter und Zaubermeister. Ich stand denn hier und dann hat sie mir... So ruhig. Es wird mir gut gehen, Vater, dank dieses Reisenden. Könnt ihr mich jetzt von diesem Felsen herunterholen? Festhalten, Morvani. Ich habe euch. Oder die auch gerade bei dir rüber, Rivalo? Ja. Hm? Oh ja, der macht hier grüne Hände. Hatte ich nicht. Geil. Dann haben wir bestimmt den Typen anquatscht. Den quatschen wir jetzt mal noch an, den Krivali, ja. Wie der heißt. Okay, und dann ciao. Ich spreche ihn jetzt an. Reisender, ihr habt meine Tochter gefunden. In all dem habt ihr meine Morvani gefunden? Die Argonierin hat euch geholfen, sie zu finden? Pah! Eigensucht und Verschlagenheit, da bin ich mir sicher. Trotzdem bin ich dankbar. Morvani ist mein Ein und Alles. Seit dem Tag, an dem uns ihre Mutter genommen wurde. Sie haben bestialische, niedere Triebe.
Deshalb kann man ihnen nur schwerlich trauen. Wenn der Sumpf nach ihnen ruft, erheben sie sich gegen ihre Nachbarn und erschlagen sie. Selbst die freundlichsten und sanftmütigsten bleiben von ihrem Zorn nicht verschont. Das war noch vor der Unterzeichnung des Pakts. Die Argonier von Seni dienten meinen Nachbarn noch als Sklaven. Einige von ihnen unternahmen einen Fluchtversuch. Und meine Rhaenisi, sie war doch nur auf einem Spaziergang. Aber heute ist heute. Und Morvani ist am Leben. Dank euch. Ja, nun, ich danke euch für alles, was ihr heute hier getan habt, Reisender. Meine Tochter ist sicher und ich muss widerwillig einräumen, dass die Argonier dabei eine gewisse Rolle gespielt haben. Mögen Fürst, Mutter und Zaubermeister euch allesamt auf euren Reisen behüten. Natürlich ist mein Inventar voll. Ah, die Waffe ist schlechter. Ich brauche unbedingt einen Händler. Eure Freundlichkeit. Ja, nur. Du wolltest gerade noch was sagen. Du wolltest unbedingt was sagen. Muss ich ja mal sagen. Ja, genau. Und zwar, dieser Mann, der jetzt gerade hier uns diese Mission abgenommen hat. Oh, ich habe sogar. Diesen Stärker. Cool. Der uns gerade diese Mission hier abgenommen hat, der hat vor uns erzählt, dass seine Tochter seit Wochen weg ist oder so, irgendwie so. Der hat nicht gesagt seit ein paar Tagen, sondern seit Wochen ist die weg und wurde bestimmt von der entführt. Und die alte blöde Kuh, die steht die ganze Zeit dort mit einem verkackten, verstauchten Knöchel seit Wochen. Und ich meine mich zu erinnern, wo ich das letzte Mal einen verstauchten Knöchel hatte, bin ich ungefähr nach 2 Tagen konnte ich wieder laufen. Also hätte die nach 2 Tagen hier einfach wieder rübergehen können. Und ich verstehe es nicht. Und wenn die sich hier rüberbeamen lassen musste, wie ist die dann verdammt nochmal dahergekommen? Total. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist, aber warum habt ihr das und ich hab... Mir wurde denn die ganze Zeit gesagt, du bist schuld, du hast es schon gemacht. Wo ich es nicht gemacht habe. Doch, hast du. Sonst wär's ja nicht... Wir haben die Käfer doch zusammen platt gemacht. Na, wahrscheinlich, weil du die Bösen gewählt hast, so. Ich habe keine Ahnung, warum. Und dann ja, gut, dann entschuldige ich mich für den letzten Part, dass ich ihn irgendwie so zusammengestaucht habe, aber trotzdem ist ein Arschloch und macht es trotzdem immer wieder. Ach ja. So, naja. Ich habe jetzt Skampenhöhlen drin. Jetzt machen wir mal ja keine Skampenhöhlen, jetzt machen wir hier nämlich ein Part aus. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. War auf jeden Fall cool. Und was scharfkantige Manni-Babel. Aha. Okay, dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Schaut bei Revano LP vorbei, bei Odins Tests unbedingt mal vorbeischauen. Und wenn ihr dort rumtreibt euch gerade, dann bitte doch mal auf Gamerscheck LP gucken. Dort gibt's auch schöne Let's Plays. Es könnte doch mal hier stehen, hier, Mensch. Ich bin ja auch im Arsch hier. Das merke ich aber auch gerade. Das ist auch, wenn ich da Absage mache, ich auch so viel rumrennen. Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Mhm.